Aber für dich zur Pressekonferenz am 24. Runde der 8. Bundesliga. Die WSG Bochum passiert am kommenden Samstag um 17 Uhr im SC Austria-Lübsendorf. Das Spiel wird wie gewohnt live exklusiv, das Kreis wird Austria übertragen und gespielt wird im Junior-Agenturstadion in Bregenz am Bodensee. Zur heutigen Pressekonferenz darf ich Cheftrainer Thomas Hilberger und Kapitän Valentino Müller neben mir begrüßen. Ja, Coach, auf was wird es am Samstag ankommen, um das Abwehr-Bollwerk der Lübsendorf Austria durchbrechen zu können? Ja, es wird ein schwieriges Spiel, weil es die schwierigsten Spiele sind, gegen einen defensiv starken Gegner zu spielen. Was hat die Vergangenheit gezeigt? Die zwei Austria-Lübsendorf Siege im Grunddurchgang haben beide komplett den gleichen Spielfilm gehabt. 1-0 nach 70 Minuten nach einer Standardsituation und 2-0 quasi wie im Eishockey Empty Net Goal tief in der Nachspielzeit. Und ja, das darf uns auf keinen Fall passieren, dass man am Samstag wieder durch eine Unachtsamkeit, durch eine Standardsituation in den Rückstand kommen. Wir müssen höllisch aufpassen auf die Umschalter, aber selber wollen wir natürlich wesentlich besser und gefährlicher auftreten wie vor ca. 5-6 Wochen. Danke. Ja, Valentino, die Länderspielpause ist vorbei. Wie hast du aus Spielersicht dies erlebt? Ja, ich denke, dass wir fleißig trainiert haben. Gerade letzte Woche haben wir nochmal im athletischen Bereich gescheit Gas gegeben. Das Testspiel war sicher ausbaufähig, weil er vor allem von der ersten Hälfte reden muss. Die zweite war noch viel, viel besser. Und diese Woche haben wir uns sehr gut auf Fluschner vorbereitet. Und von dem her glaube ich, dass es eine gute Länderspielpause war und dass wir jetzt auch vorbereitet sind für den Samstag. Danke. Wer möchte die Fragerunde beginnen? Georg Freit für die Corona. Danke. Es ist natürlich es ist noch viel zu spielen, aber wie viel Finalcharakter hat das Match an beide? Durch die Enge, durch die Tabellensituation hat fast jedes Spiel aktuell in den nächsten Wochen Finalcharakter. Die Tabelle lesen kann jeder. Wenn wir verlieren, sind wir Letzter. Wenn wir gewinnen, ist durchaus möglich, kann es möglich sein, dass zwischen Lustenau und der WSG und zwei andere Mannschaften stehen. Also in der Tabelle gibt es schon mehr, dass fast jedes Spiel in den nächsten Wochen, aber nicht nur für die WSG und für Austria-Lustenau, sondern auch für Blau-Weiß und Altach, die muss ich da drin siegen. Finalcharakter hat und natürlich Finale sollte man auf keinen Fall verlieren. Du, für dich? Also, das schließt sich an, aktuell fühlt sich wirklich jedes Spiel an wie Finale. Dieses 0-2, da wart ihr ja sehr überlegen mit, weiß ich nicht, 81% Ballbesitz. Wiederholt sich das oder ist Lustenau vielleicht diesmal doch ein bisschen mehr unter Druck, weil sie ja auch für sie. Wir wollen ja weg da hinten. Nein, ich bin fast der Meinung oder bin überzeugt, dass sie so tief nicht auftreten werden wie am Tivoli im ersten Saisonspiel. Ich glaube schon, dass sie das andere Art Fußball spielen wie damals am Tivoli. Und ja, wir haben es natürlich auch alles analysiert, aber wir haben schon gesehen, dass sie in den letzten Wochen höher angelaufen sind, mutiger angelaufen sind. Aber nichtsdestotrotz, die Aufgabe wird nicht leichter, weil sie sehr, sehr viel Energie ziehen aus einer defensiven Aktion. Alex Kuba für die DD. Silvi, Stichwort Druck, Finalcharakter. Du hast auch nicht nur junge Spieler, aber jetzt auch junge Spieler. Was gibst du der Mannschaft auch auf mentaler Ebene in solchen Situationen nach vielen Jahren Erfahrung mit auf dem Weg? Ich glaube, wir müssen eine gewisse Lockerheit ausstrahlen und uns schon dessen Bewusstsein, wie die letzten Wochen für uns gelaufen sind, die waren, finde ich, nicht schlecht. Wenn wir bei der Wiener Austria verloren haben, eins der letzten drei Spiele, aber das haben wir unglücklich verloren, weil wenn wir den Elfer machen, geht es vielleicht komplett in eine andere Richtung. Also die letzten Wochen, da darf man einfach darauf anschließen. Das werden wir darauf mitgeben und wer jetzt schon Druck verspürt, wenn wir Spieltage vor Schluss, wie schaut es dann zwei Spieltage vor Schluss aus, wenn es dann wirklich wenn du an der Wand stehst. Also, wir sollen da rausgehen und da einen schönen Auftritt hinlegen und zum Matchplan durchziehen. Da bin ich durchaus zuversichtlich, dass man den Nalberg ungeschlagen wieder verlassen. Und dieser Börser das kann ja. Silvi, du hast schon gesagt, man muss auf jeden Fall eben diese individuellen Fehler vermeiden. Das wird wahrscheinlich so wichtig sein wie selten zuvor jetzt am Wochenende. Aber was konkret muss die Mannschaft noch anders machen als eben in diesem ersten Aufeinandertreffen mit Lustenau? Ja, wir werden sicher eine andere Herangehensweise wählen, wie wir mit Ball auftreten gegenüber
dem ersten Spieltag gegen Austria Lustenau zu Hause. Das ist sicher der Schlüssel zum Erfolg, weil wir natürlich auch ein Tor erzielen wollen, wenn wir in Lustenau müssen, wenn wir in Lustenau gewinnen wollen. Und deswegen haben wir ein bisschen andere Herangehensweise gewählt für den Spieltag 1 im Frühjahr. Alex Gruber für die Idee. Ja, weil wie fühlt es sich für dich an? Ich sage jetzt, ja, es ist ja immer, man sagt im Eishockey, sagt man du oder dein, oder? Also du hast gesagt, Finalcharakter, wie gehst du persönlich mit solchen unter Anführungszeichen Einspielungen oder wie spürst du das auch in der Mannschaft als Kapitän? Ja, man merkt schon, dass der Druck jetzt in dem Finaldurchgang schon einfach allgemein höher ist. Aber für mich persönlich finde ich, dass man den Druck auch immer in Energie umwandeln kann. Und ich versuche, dass ich den Druck eben in positive Bahnen lenke. Und der Druck gibt ja auch Energie und hilft ja, dass du voll konzentriert bist. Und ich glaube, wenn du so siehst, dann hat das Ganze wieder was Positives. Ich gebe einen Preis für die Grenze. Zwei Teamspieler sind zurückgekehrt. Kannst du sagen, wie die drauf sind, wie viel Jetlag einer hat oder nicht? Ja, Diarra ist ja am Montag schon zurückgekehrt, der war ja nur eine Woche unter Anfangszeichen in Japan. Und Alex ist heute das erste Mal zurückgekommen, der hat schon Reisestrapazen hinter sich und hat 92 Minuten gespielt. Also glaube ich nicht, dass der am Donnerstag vom Start wirklich beginnt, weil er heute schon gesagt hat, es ist noch sehr strapaziös und heute ist Donnerstag. Aber er wird natürlich ein wichtiger Impuls sein, oder kann ein wichtiger Impuls sein, weil er mit Selbstvertrauen durchgekommen ist, weil er im U20-Nationalteam ein Tor gemacht hat. Und Motira hat im Olympia-Nationalteam ein Tor aufgelegt. Also die Jungs sind mit Selbstvertrauen zurückgekommen. Und ja, gut, dass man darauf zurückgreifen kann. Gibt es noch Fragen? Alex? Nein. Toll, toll, gut. Ausfall, entschuldige, Ausfall der Dominik Stumberger, mit Kreuzbandriss. Kreuzband? Ja. Okay. Fertig. Achso. Sonst Alex an Bord. Ist schon gefährdet, gelb gefährdet momentan aktuell? Zwei, genau. Ja. Weiß ich nicht, ich weiß jetzt heute. Okay. Aber muss den nehmen, was es ist. Gut. Dann danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.